Willkommen zurück. Madden NFL 19, ihr habt mir ordentlich Tipps gegeben. Ich habe es ein bisschen ausprobiert vorher mit dem Kaufen und sonst was alles. Die sind alle nicht auf meine Trades und Picks eingegangen. Ich habe das jetzt meinem Computer wieder überlassen. Hoffe, der stopft ein paar Lücken. Ich weiß es nicht. Weil Free Agents waren leider auch nicht so super tolle auf dem Markt. Ich hoffe mal, der hilft mir irgendwie was. Schaut mal links oben Preseason. Ich habe auf einmal gewonnen. Das Spiel hat die letzte Woche nicht gespeichert, deswegen habe ich die einfach simuliert. Und jetzt sind wir. Ja! Deswegen machen wir jetzt weiter. Ich habe mich auch entschieden, dass ich persönlich das Training spielen werde, um den größeren Bonus zu bekommen, euch das aber nicht zeige, weil das ist ja wirklich nur. Wirklich nur gratis vor- und zurückrenne. Das ist zu langweilig. Also, wir machen einen kurzen Cut. So, willkommen zurück. Ich habe das Training durchgezogen. Wie ihr seht, einmal Silber, einmal Gold. Und es gibt ordentlich Zusatzpunkte für alle. Wie auch ihr meintet in den Kommentaren, es ist ein kompliziertes Spiel. Einfach mal versuchen, einfach mal lernen. Und so, wenn ich das Training ein bisschen dann durchgehe, kriege ich dann nochmal anders Übersicht, anderes Verständnis dafür. Und deswegen ist es eigentlich ganz hilfreich für mich, nur langweilig für euch. So, jetzt aber das Spannende. Play Preseason Game gegen die Vikings 2-0, also eigentlich 1-1, aber es ist Preseason, deswegen. Es ist zwar blöd, dass das Spiel nicht so gespeichert wurde, aber jetzt nicht so schlimm, weil es nur die Preseason ist. Es verzerrt also nichts. Deswegen gehen wir jetzt in das Spiel rein. Und ich werde auch, glaube ich, bei diesen Play the Moments bleiben. Einfach, es geht ein bisschen fixer. Ich würde auch gerne natürlich wenn diese Saison rum ist, noch vielleicht auch mal nur mit einem Spieler spielen, also nicht als Trainer, als Spieler, noch mit einem anderen Mannschaft oder sonst was. Und ich kann euch versprechen, es wird noch ein Format kommen, das das komplette Spiel dann auch zeigt. Dazu will ich aber noch nicht mehr verraten. Da müsst ihr euch überraschen lassen. Ich werde es euch früh genug ankündigen. Was hängt denn da in meinem Controller? Das ist ja eklig. Geh du weg. So. Deswegen spielen wir hier Play the Moments. Für die Seahawks, wir sind away. Haben wir es hell an? Ja gut, das wird gehen. Play Call Enhanced. Game Goals, Get World Preseason. 75 XP, wenn wir gewinnen. So, Linebacker. Ja, wir haben halt schon Bobby Wagner, ja? Wir haben halt schon starke. Earl Thomas der Dritte, ist ja nicht mehr am Streiken. Legion of Doom ist weg. Quarterback. Ja, Russell Wilson ist halt auch ein Tier. Aber Kirk Cousins ist jetzt auch nicht bad. Sagen wir es mal so. Deswegen, also ich habe jetzt von den Vikings noch nicht groß gesehen. Ich weiß, wie das Spiel ausgegangen ist im Tatsächlichen. Ich hoffe auch, die Atmosphäre im Hintergrund kommt jetzt besser rüber. Ja, machen wir den Jet 6 Drive. Wir stellen unsere Kamera wieder auf die komfortable, ich sehe viel mehr als der Quarterback eigentlich sehen dürfte, Position. Ich sehe die links, die könnten da durchgehen. Komm, lauf! Was war das denn für ein Platz? Aber immer dann noch geworfen. Das war sehr seltsam. Kriegen Boost. Medium Route und Release. Wide Receiver, Tight End. Okay, Defense, auch was. Okay, alles klar. Ich hab ja auch gesagt, es gibt natürlich noch mehr, wo ich rumschalten kann, aber schauen wir mal. Könnten wir da ein bisschen durchkommen? Mal gucken. Kommen wir vor. Da habe ich keinen. Oh, ich mache schon wieder Fehler. Das war kein Bullet Pass. Das war ein ganz normaler. Der ist natürlich zu langsam in der Position. Das läuft ja schon super. Ja, gucken wir mal die Außenroute. Warte, ich bin ja schon mal Third. Ach, bin ich blöd. Das war eine blöde Idee. 2 Yards gemacht. Ihr habt nicht gesehen, dass ich im Third Down schon war.
Ja, jetzt ist es rum. 8 Yards mit einem Fake-Punt. Kommt, wir versuchen's. Ach shit, aber da steht einer. Nein, der kommt da. Ja, es ist auch noch. Oh. Jetzt bricht der direkt da durch. Das ist natürlich. Dann kannst du es gerade vergessen. Aber das gibt einen Touchdown für die. Ja. Wo sind wir denn? First and Goal, ja. Okay, da müssen wir. Da sollten wir blitzen. Das war jetzt riskant, was ich gemacht habe. Das werde ich in der Season wahrscheinlich nicht machen, aber ich dachte, komm, wir sind in der Preseason, da kannst du es nochmal versuchen. Das war kacke. Da wird geblitzt. Kommt, wir sind beim Second and Goal. Da wird keine Zone gemacht. Da gehe ich direkt. Ja, eben. Irgendeiner kommt nämlich beim Blitzen öfters mal durch und dann, ja. Third and Goal. Die Blitzen plus Zone. Da mache ich jetzt einen. Wahrscheinlich ist es ein Fehler. Ach komm, wir blitzen. Nein, ich. Komm. Komm schon. Oh, er ist nicht drüber. Wir sind im vierten. Fourth and Goal, ja. Komm schon. Nice completion, just like they do it in practice. Ich bin noch gesprungen, aber es hat nicht gereicht. Ich war wohl ein bisschen einen Tick zu früh. Aber immer nur 3 Punkte. Nach dem vermasselten Fake-Punten ist es noch in Ordnung. Nicht ideal, aber es passt noch. Okay, es geht nach vorne. First and down, Russell Wilson. Kriegt's hin, oh, minus 2. 26 Yard Reception, okay. 5 Yard Rush. Okay. Red Zone Alert, wir sind vorne. Wir machen ein Laufspiel. Das passt von dem, ja. Warte, du läufst dann da, okay. Okay, er hält ihn nicht lange genug auf. Third and... Oh, wir waren schon beim zweiten. The Levels Y Corner. Die laufen... Machen dann alle eine Route nach rechts. Der bei Marshall stehende macht mir ein bisschen Sorgen. Hat ihn. Das First and Goal, ja. So, wir machen den PA-Spot. Die werden blitzen. Wenn ich ein bisschen Zeit habe, steht der X ziemlich schnell ziemlich gut. Ja. Oh, ein Tanz für mich. Ja, ja, oh, ja. Yeah. Red Zone Playmaker, Amerika. Nice. So wie geplant. Das ist natürlich nice, wenn es dann auch so klappt. Great job. Continue to next moment. Ich darf nicht schießen. Die versauen das? Ich darf nicht selber schießen und dann versauen sie es. Das ist natürlich ein bisschen kacke. So, wir machen. Sorgen hatte ich nicht gesehen. Wir machen den Game Speed ein bisschen hoch. Wir sind im Second Quarter. First and Goal. Wir machen ein Laufspiel. Ich finde es eigentlich so knapp vom. Da sind 4, da sind 3 in einer Linie. Da links ist schlechter verteidigt. Ja, wir gehen nach rechts. Wow, die kommen direkt durch. Jux. Dann, egal, wir machen nochmal ein Laufspiel. Das ist so nah dran. Durch die Mitte, ja. Also ein paar Yards noch.
Ja, einfach durchgetankt. Nice. Nice. Einmal kurz den Kopf gesenkt, einmal nochmal Gas gegeben und dann rein. Rein in die Endzone. Seht das? Da konnte man mich nicht mehr einholen. Jetzt haben sie getroffen. Third Down Alert. Wir sind schon wieder dran. Wir haben verloren. Nice. Und die haben einen Touchdown gemacht. Machen wir den Angle Smash. Und noch ordentlich Zeit. Wunderbar. Der Mr. Kissig, wie er läuft, ist nicht schlecht. Aber auch die A-Route. Ja, dem ersten ausgewichen, der zweite. Wenn du da natürlich ein bisschen unsicher auf den Beinen bist, nachdem du das gemacht hast, holt dich natürlich dann. Aber da hat er, er läuft noch im ersten ausgewichen und der zweite. Ist okay. Sind ein paar Yards. Na gut, ein paar Yards wahrscheinlich nicht. Ein paar Inches. Aber immerhin. Nice. Red Zone Alert, würde ich auch sagen. Gameplay Play. Gameplan Play. High rate of success due to your gameplan for this week. Oh, dann machen wir Kurz. Das haben wir geübt. Die laufen und die könnten von außen auch kommen. Okay. Da sollte der noch hin? Oder war ich unter Druck? Okay. Dann machen wir P and Around. Ich habe gedacht, der läuft nicht mehr so weit. Wir müssen auf jeden Fall noch ins One and Goal kommen. Komm, sag's, war's noch? Nein. Oh, ja. Shit, die Angle machen wir. Der war nicht mehr drin, der war out of bounds. Um halt ein bisschen die Führung auszubauen, wäre es nicht schlecht, wenn wir jetzt was Ordentliches hinkriegen. Na! Ah. Fourth and one. Den muss man aber nochmal gehen. Da sind wir wieder nach einem kurzen schwarzen Bildschirm durch das Spiel. Keine Ahnung. Wir wollen echt ein Field Goal machen. Komm, wir machen einen Run. Da geht's hin. Achso, war das sowieso fake. Oh, lol. Das ist ja null Chance, Leute. Hätte ich noch weiter unten gucken müssen, ob ich ein ganz normales Passspiel machen kann. Das wäre mir am liebsten gewesen. Okay. Der Gegner hat ihn gefumbelt. Und von hinten kommt einer, deswegen catchen wir den Safe. First and Goal. Das kann ich wieder gut machen. Da, was haben wir für einen Drive? Okay, wir machen eine Curl Ohio, das ist nach dem Gameplan. Da gibt es einen Boost für. Und der B steht dann auch drin. Okay, das heißt, ich muss nur... Ja, er kommt nicht bis da. Ich hätte mit Russell Wilson hatte ich auch als Tipp mal rausrennen. Um eben sowas zu verhindern. Die blitzen halt. Es ist halt klar, dass sie blitzen. Wow, ich hab gedacht, der... Okay. Ich sollte mit den... Was ist der Receiver? Weiß nicht. Oh, haben wir Halftime? Habe ich nicht gesehen. Warum konnte ich nicht kicken? Das ist auch wieder bei dem Spiel. Wenn natürlich die Zeit knapp wird, dann mache ich einen Kick. Dann mache ich natürlich nicht noch irgendwie ein Laufspiel oder ein Passspiel, sondern ich nehme die 3 Punkte mit und bedanke mich ganz herzlich dafür. Okay. Er geht auf die Knie, das heißt 25-Yard-Linie. Spannend.
Ja, weiter. Third down alert. Take control to keep it alive. Third and one. Wir machen das Bench, wenn das 77% effektiv ist. Das reicht auch, wenn wir die A oder Y das geben, je nachdem, wie der Verteidiger eben... Nice! Nice! Da haben wir nicht nur den einen Yard geschafft, sondern wir haben einen ordentlichen Yard... eine ordentliche Yard-Entwicklung hinbekommen. Und wir machen die Inside Zone. Ich kann das wahrscheinlich... Nein, ich kann es nicht flippen. Ja, ja, ja. Er ist noch ordentlich auf den Beinen geblieben. Nur noch 4. Wir versuchen es erstmal mit dem Passspiel. Vielleicht machen wir noch ein paar Yard und dann breche ich rein. Auch wenn die aber anders werden blitzen. Ich muss ziemlich schnell auf den A. Ja, schauen wir mal, ob die Main-Route was passt. Ah. Incomplete. Schade. Nur noch 4. Ich habe keinen. Ich kann nur passen. Dann nehmen wir den Setspot. Schauen wir mal, ob ich auf Baldwin spielen kann. Komm, Zeit läuft. Ansonsten. Ja, ich hab's doch gesehen und. Dance. To the touchdown. Hab mir gedacht, dass der sich eher freiläuft als drüben. Und da sind wir bei 19. Und so, jetzt möchte ich auch bitte noch, dass ihr Field Goal macht. Ja, Field Goal ist drin. Big End of Game Drive. Hold on to lead. Wir sind wieder dran. Aber ihr seht, sie haben 17. Das heißt... Wo renn ich? Ja, ich komme nach vorne. Ich hätte mir einfach selber die Route suchen müssen. Okay, 5 Yard, ist okay. Wir haben ja noch 2. Machen wir gerade nochmal. So. Okay, das würde ich gern flippen. Gucken, ob ich es kann. Nein, ich kann es nicht flippen. Ja, 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 komm, lauf, jawohl, jawohl. Ja, ah, ja, durchgekommen und ab in die Endzone. Das sieht man natürlich gern, wenn keiner richtig tackeln kann, weil die Offense ist flying, die Line richtig gut arbeitet, mich keiner zu fassen kriegt und dann ist man durch. Die sind halt schon fix, selbst... Ich weiß nicht, war es jetzt der Fullback oder war es der Halfback? Ich glaube, es war der Fullback. Selbst wenn es so richtige Brecher wie der Fullback sind, durch ist durch. Nice. Und noch ein Punkt. 10 Punkte Vorsprung. Nur noch 2 Minuten im Fourth Quarter. Nee, ich ändere davon nichts. Und. Ja, da kam Salz jetzt zu viert. Aber ich habe intercepted. Da, 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 da. Das sieht man natürlich doppelt gern. Auch wenn ich zugebe. Ja, gut, nee, die hätten den so weit gepantet. Da hätte ich hinten an meiner Goal-Line anfangen können. Und da fliegt er. Und Spielclip aufgezeichnet. Ja. Auch noch die richtige Taste gedrückt, um sich frei zu kämpfen. Dann ist natürlich irgendwann Schluss in der Überzahl. Er ist jetzt auch nicht so der super Sprinter. Es gibt ja manche, da merkst du dann wirklich, wenn du dann nochmal sprinten drückst, die ziehen richtig an. Aber muss er jetzt auch nicht so extrem sein als Verteidiger. Jetzt haben wir es gedreht. Further onside kick, recover it.
Okay, wir haben es verloren und die haben es zu einem Touchdown getragen. In was? In 50 Sekunden? Da gibt es jetzt die Flagge, weil das gegnerische Team den Football zuerst berührt hat. Ja. Ja. Dürfen sie nicht. Ich muss ihn zuerst berühren und dann können sie versuchen, es zu covern. Ich glaube, es ist durch. Habe ich gewonnen? Hey, hätte ich jetzt gerne noch gesehen. So that's a wrap for Charles Davis. I'm Brandon Gunn. And this has been a presentation of the NFL on EA Sports. For more, check us out. Ja, wir haben gewonnen. Nice. From Minneapolis. Ich würde mal aber behaupten, hätte ich alles gespielt, dann wäre manche Sachen so nicht so passiert. Seahawks, was ist hier? Ist Player Stats, was sind denn die? Ah, Austin Davis, das ist meiner, oder? So, ja, oh, 100% complete, nicht schlecht, nicht schlecht. Guck mal, was sie verdient haben. So, ja, Weekly Goals haben wir geschafft, denn wir haben gewonnen. Wirklich, ja, geht noch nicht. Und die Milestones gehen jetzt auch noch nicht. Und, ja, gutes Spiel gemacht. Da haben ordentlich ein paar Leute was geleistet. Ich gehe das immer noch durch. Ich möchte es ja ein bisschen... Pascalovic, oh, der ist halt... Guckt ihn euch an, guckt euch diese Werte an. Oh, ist halt geil. 98 und so viel dazu. Baldwin, komm Baldwin. Slot Possession, Deep Threat, Red Zone, Red. Das mache ich. Das ist immer gut, so einen zu haben, der das ordentlich kann. Ja, nice. Kann auch sein, dass er so hoch ist, dass er so viel dazu bekommt. Finde ich gut. Und auch die paar Schlechteren kriegen was. Also gut, 73 ist noch in Ordnung. Zone auf jeden Fall. Bam, nice. Thompson. Na, jetzt bitte mal gucken. Das ist ein SS. Rushing attacks, big plays then keeps the offense in front of them, ja. Machen wir mal Hybrid. Der ist jetzt nicht so hoch. Oh, ist auch 71 hoch dadurch. Nice. Ja, kommt da auch. Die sehen jetzt nicht so super, dann habe ich die lieber ein bisschen. Oh, Moment. Habe ich ihn jetzt? Doch, müsste passen. Damit haben wir ein 3-0 anstatt ein 2-1. Ja, würde sagen, passt. Nichtsdestotrotz, ich danke euch fürs Zusehen. Ich verabschiede mich in die nächste Folge. In die nächste Woche noch ein Preseason-Game gegen die Raiders. In der echten Saison haben die Vikings verloren. Na Quatsch, die Vikings haben gewonnen gegen die Seahawks. So kann es aber laufen. Ich muss auch sagen, ich glaube, dadurch, dass das eben ich nur manche Momente übernehmen kann, macht es, finde ich, auch ein bisschen spannender, ein bisschen willkürlicher, ein bisschen überraschender. Und deswegen werde ich das jetzt auch wirklich beibehalten.
vorbehaltlich. Aber doch, wahrscheinlich schon. Wahrscheinlich schon. Ich finde es eigentlich gut, das macht Spaß, wenn du auf einmal in die Situation geworfen wirst und siehst, okay, jetzt musst du was leisten, sonst verlierst du. Eigentlich eine gute Sache. So, nächste Woche, nächste Folge. Wir sehen uns. Tschüss.